Ja, moin. Hier ist Björn aus Ostfriesland. Sonntagnachmittag und ich habe gestern zu Hause den ganzen Tag bestimmt 200 Mal Leiter hoch und runter, weil ich ein bisschen was gemacht habe zu Hause. Und ja, merkt man irgendwie so ein bisschen Muskelkater und naja, jetzt ist eben Sonntag und ich dachte, bevor es dunkel wird, schnappst du dir eine Pfeife und gehst einmal ums Maisfeld, was hier bei mir zum Haus gehört. Ja, und was rauche ich dabei? Eine Probe hatte ich mal bekommen von der Firma Just for Him. Kommt irgendwie aus den USA. Ich weiß nicht, ob man es kaufen kann hier oder ob man da bestellen kann. Aber schon, ja, ich glaube, der zweite Tabak, den ich von denen bekommen habe. Just for Him. Und dann heißt der Tabak Shortcut to Mushrooms. Just for Him scheint so ein bisschen dafür bekannt zu sein, irgendwie Latakia-Tabake herzustellen, die aber gleichzeitig aromatisiert sind. Und das ist hier der Fall. Dieses Shortcut to Mushrooms ist irgendwie aus so einer Mittelerde-Serie. Kenne mich nicht aus mit diesen Herr der Ringe-Geschichten oder wie auch immer, aber scheint so ein bisschen Tabak in diese Richtung zu sein. Ist auf jeden Fall einer, der besteht nur aus Black Cavendish und Latakia. Auf jeden Fall ist der eben, das ist das, was wirklich lecker ist. Black Cavendish mag ich sonst nicht, aber bei denen ist es eben schon der zweite. Ich hatte mal einen, den hatte Wolfgang mir geschickt. Der hieß Black Magic Woman. Das war auch einer, der war. Ich bin am Ende vom Feld angekommen. Jetzt müssen wir hier die Runde machen. Ja, wie gesagt, schmeckt lecker. Sehr süß, trotz des Latakia. Also sowas gefällt mir. Aber es geht heute eigentlich um was anderes. Ich gehe mal noch ein Stück weiter. Ich mache mir in letzter Zeit so meine Gedanken bei Tabak bezüglich des Schnittes. Es wird immer über den Tabak, über den verwendeten Tabak, die Aromatisierung. Übrigens, hier befinden wir uns jetzt am Ende vom Feld. Hier ist dann so ein cooler alter Schuppen. Das ist ganz witzig. Ich bin jetzt im Winter noch nie da reingegangen, aber im Sommer sind da in der Regel Eulen drin. Oder auch hier hinten springen normalerweise Rehe weg, wenn man hier ankommt, weil hier so selten einer hinkommt. Hier genau in der Mitte von den Feldern steht so ein Schuppen halt. Ja gut, aber zurück zum Tabak. Es wird immer über die Tabake gesprochen und meiner Meinung nach wird viel zu wenig über den Schnitt, über die Schnittart gesprochen. Was ich finde, ist total, also was ich persönlich für total wichtig halte. Aber ich glaube, hier hinten ist das Haus. Ich mache meine Runde zu Ende, gehe zurück ins Backhaus und dann zeige ich euch mal, was ich meine. Okay, bis gleich. So, da sind wir. Ich baue nur kurz auf und zeige euch mal, was ich meine. So, sitze jetzt hier im Backhaus. Es mag sein, dass es vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen provokativ erscheint, was ich jetzt irgendwie erzähle, aber das ist ja einfach so meine Meinung, meine Vorliebe. Ich stelle eben fest, um jetzt auf diesen Punkt zu kommen, dass es bei den Tabaken eben so ist, so ähnlich wie es bei einer Pfeife ist, dass man also immer dieselben paar Pfeifen hat, auf die man immer zurückgreift, obwohl man ein paar mehr zur Auswahl hätte. Und bei den Tabaken ist es eben auch so, man hat unheimlich viele und greift immer wieder auf eine bestimmte Anzahl immer wieder zurück. Und das ist, Sekunde bitte, das ist bei mir eben nicht nur, aber ich würde schon sagen fast, also mindestens gleich berechtigt ist es eben nicht nur, weil mir der Tabak besonders gut schmeckt, sondern eben weil mir der Schnitt gefällt, weil ich der Meinung bin, es gibt bestimmte Schnittarten, bestimmte Tabake, die sich deutlich einfacher rauchen lassen und irgendwo dadurch ein viel schöneres Raucherlebnis bieten. So ist es bei mir.
Ich will euch mal versuchen zu zeigen, was ich meine. Fangen wir mal an, was ich eben gezeigt habe. Ich nehme es jetzt gar nicht aus der Tüte. Also so ein typisch amerikanischer, sie nennen es im Amerikanischen ja in der Regel, glaube ich, Ribbon Cut. Ich weiß auch jetzt nicht, ich bin kein Spezialist, ob das mehrere Male geschnitten wird. Also es sind immer sehr, sehr kleine Teile. Es gibt durchaus Amerikaner, die sehen vom Schnitt her fast aus so klein geschnitten, dass man fast der Meinung wäre, man hätte ganz kleine Cubes da. Aber die haben eben diesen ganz feinen Schnitt. So, dann gibt es, dann haben wir solche Sachen hier zum Beispiel. Ich sage jetzt nicht, was das für ein Tabak ist, aber ich habe die Dose jetzt einfach mal aufgemacht. Das ist jetzt auch, ein Ready Rubbed, denke ich. Auf jeden Fall, da sind feine Stücken drin, da sind aber auch durchaus so irgendwo längere, ich will jetzt nicht sagen holzige Stücken drin. Ist durchaus ein, würde ich sagen, ein normales Tabakbild, aber das ist eben nicht so das, was ich mag. Es gibt dann eben noch so Geschichten wie, jetzt habe ich hier ein kleines Stück, Samuel Garrison Plug, kennt ja auch jeder, bedeutet noch deutlich mehr Vorbereitung. Oder wie wäre es mit einem Twist? Hier auch noch ein kleines Stück, was ich übrig habe von so einem Twist, der von so einer Rolle, die von Peter Heinrichs kommt. Die gibt es natürlich auch schon in geschnitten. Ich habe es jetzt auch noch in der Tüte hier. So eine Geschichten eben, dann sind es diese Medaillons. Oder eben auch ein typischer, ein Flake. Habe ich jetzt gerade vergessen, tut mir leid. Jeder weiß, oh, ich hol's mal jetzt. Jeder weiß, wie ein Flake aussieht, aber trotzdem der Vollständigkeit halber nehmen wir hier mal so ein Flake. Ganz typisch, also gerade die von McBaren, ne? Ganz akkurat geschnitten, das sind dann eben diese Plättchen. So, und mein Punkt ist folgender. Ich bin der Meinung, jeden Tabak, den ich rauche, rubbel ich vorher auf. Und zwar ziemlich gründlich. Also an so Geschichten wie Plugs gehe ich in der Regel gar nicht erst ran, weil irgendwie hat man da keine Lust zu oder die Stimmung ist nicht die richtige und irgendwie liegen sie im Schrank und dann benutzt sie nicht. Flakes rauche ich schon ganz gerne oder auch mal so eine gröbere Mischung hier. Aber ich rubbel sie auf, damit ich, und jetzt als Beispiel, meinetwegen ein Dunhill. Mike hat ja seine Vorliebe zum Dunhill auch jetzt Ende des Sommers gezeigt. Ganz fein geschnitten. Ja, da sind keine groben Stücken drin, ja. Das ist ein wunderbarer Tabak, der fühlt sich richtig samtig schon in der Packung an, ja. Wer zum Beispiel die HU-Tabake kennt, HU hat auch so ein ganz besonderes Schnittbild, also jeder, der HU schon mal geraucht hat, der wird alleine am Schnitt, kann man erkennen, dass es von HU ist. Hier sind die Stücken durchaus etwas länger, aber es ist auch trotzdem von der Art und Weise so schön fein geschnitten und es ist ein unheimlich leckerer, mürber Tabak. Alle, die ich bisher von HU hatten, hatten irgendwo so diese besondere Schnittart. Also, ich rubbel Tabake auf, auch wenn es ein Flake ist. Ich habe noch nie verstanden, das ist das Provokative, was ich jetzt sage, da kann jeder eine andere Meinung zu haben. Meine persönliche Meinung ist eben die, ich habe noch nie verstanden, was bei Flakes zum Beispiel oder bei Medaillons und diesen Geschichten, was da zum Beispiel Falten und Knicken und so weiter soll. Habe ich noch nie begriffen. Das kann man machen. Ich habe es auch schon gemacht. Erfordert ein bisschen Übung. Aber dann frage ich mich, warum gibt es sowas? Oder warum gibt es Flakes nicht schon fertig gefaltet und geknickt, wenn es denn so gut ist? Ich bin der Meinung, ein Tabak fein aufgerubbelt, so ein richtig schöner, feiner Normalschnitt oder eben, wenn man sich selber einen Flake schön fein zerbröselt, kommt für mich am besten. Da sind alle Komponenten dann drin, sie sind optimal miteinander vermischt. Es lässt sich gut rauchen, es lässt sich einfach rauchen und man hat auch das volle Geschmackserlebnis dabei. Als Extrembeispiel von der anderen Richtung, irgendwelche Medaillons mit einem Kern in der Mitte aus Black Cavendish oder was auch immer. Weiß ich nicht, was es soll. Ist meine persönliche Meinung.
Da hat man unterschiedlichste Tabake nachher irgendwo in der Pfeife und ich verstehe es nicht. Solche Sachen, solch ein Schnitt gefällt mir am besten. Das sind die, zu denen ich immer greife. Und wenn es ein Flake ist oder was anderes, gebe ich mir durchaus Mühe und rubbel das vernünftig auf, weil ich glaube, dann kommt der Geschmack am besten rüber. Ist jetzt einfach mal meine Meinung. Ich habe mich da häufiger schon auch mit Wolfgang drüber unterhalten, der da ähnlich pragmatisch rangeht. Also ich weiß, dass Wolfgang sich mit Plugs zum Beispiel auch hinsetzt und einen ganzen Plug klein hackt, damit er ihn dann unkompliziert rauchen kann. Ja, ich bin mal gespannt. Ich stelle es einfach mal so in den Raum. Ich weiß, dass da sicherlich der eine oder andere aufschreit oder würde mich einfach mal interessieren, wie seht ihr das? Ist euch der Schnitt nicht wichtig oder sehe ich es zum Beispiel völlig falsch, dass da gewisse Traditionen oder Geschmacksrichtungen sind, die sich nur so entfalten und so weiter? Würde mich interessieren. Ich stelle es mal einfach so zur Frage. Vielleicht hat ja jemand Lust, mal drauf zu antworten. Alles klar. Ansonsten schönen Sonntag noch und dann bis bald. Tschüss. Hi there, it's me, Björn from East Fiji. Sunday afternoon, and well, one more hour and it's getting dark. And since yesterday, I did quite a bit of kind of home improvement, and I went. Well, it took me about maybe 8 hours of working, and so I'm kind of in the mood for some moving and taking a walk and. So, when I don't really want to go for a walk somewhere else, I just see that's the house over. That's the house over there. I just walk around this cornfield, and so that's fine with me. Takes me about, kind of, I don't know, 5 or 10 minutes. So, having a bowl, walking around my cornfield. See, at the end of the cornfield, we have there that old barn here. Yeah. I'm smoking, just for him, Shortcut to Mushrooms. That's one of those mid-earth blends, I don't know what they call it. I'm not into that movie stuff, but it's one of those Latakia with Black Cavendish and Latakia, and it has a flavor to it. I don't know how to describe the flavor, but it's kind of sweet and... this is one of the very, 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 very seldom sweet Latakias, which I know. The other one I know is from Just For Him too, and it's called Black Magic Woman. This one is really good too, Just For Him. So if you are into sweet Latakias, you might as well go and check out those. But that's not really what I wanted to talk about today. I was thinking about tobacco and the way tobacco is cut. And since everybody is talking about tobacco, about the components, is it Latakia, is it Virginia or Burley or things like that. But usually people don't talk too much about the way the tobacco is cut, which I think is quite important for the... for the joy of smoking. So let's get back home and I'll show you what I mean, okay? Yep, so here we are, just preparing some things and I'll be back. Yeah, the point I was thinking about is the way tobacco is cut, and like it with the pipes, you always have 3, 4, 5 pipes you always pick. You have tobaccos, 3, 4, 5 tobaccos you always pick, and with the tobacco it is, well, that's for me, it's not only the kind of tobacco, maybe it's a Latakia or a Burley or something, I also select my tobacco by the way the tobacco is made, the way the tobacco is cut. And that is, sorry for that,
That's very important for me. Let me explain by showing some different kinds of tobacco. Like before, see, typical American ribbon cut, very fine tobacco, very easy to fill into the pipe, to light it and keep it lit and smoke it. Then here, I won't say what kind of tobacco, which brand that is. That's the regular tobacco. See, that's quite a bit rougher though. And you have like really big chunks here. It's, I don't know, is that a broken flake? Might be, yeah, broken flake. Real big chunks in it, kind of woody chunks. Yeah, we have plugs, just a small piece, or twists. Then we have, like here, the escudo, like those twists cut into coins. And of course, we do have things like that, a flake, just a regular flake. See, HH. Very fine cut flake. But when I want to smoke a pipe, I usually, most of the time, 90% of the time, I prefer maybe a tobacco like this. Dunhill, and see, and it has that really delicious fine cut, really fine, almost soft when you put your fingers in it. There are no bigger pieces to it. There is no kind of woody piece in it. Really fine tobacco. And this is what I think is a perfect tobacco. Because when I want to smoke a flake like this, I also go and rub it really carefully until it looks like this. Because this is the way I think tobacco should look like. I don't get the point of twists and plugs. They are kind of neat and it's okay to have them. And maybe every once in a while I'm into the mood to go ahead and cut a plug and smoke this. But usually when I stand in front of all my tobaccos, I always grab one which has that typical, maybe a ribbon or like this, just a regular, really fine regular cut. So. That's my personal opinion about tobaccos and the way they are cut. And I think, yeah, it works for me. I like them this way the best. Let's see, maybe somebody else has a different opinion. Don't hesitate to answer. I would be glad to know what you think about it. Okay, that's it for today. Have a nice Sunday and I'll see you. Okay, bye.